So, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück bei Going Medieval. Hier sind wir stehen geblieben. Ist ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt, auf YouTube nachträglich hochgeladen, etc., etc., etc. Und hier sind wir stehen geblieben. Wir haben einen Suchtrupp, der auf uns zukommt. Oh, das steht sogar dran, was kommt. Ein Bogenschütze und zwei Marodeure. Okay. Die wollen nämlich unser neuestes Mitglied, Kellerkind, an den Kragen. Und wir lassen mal weiterlaufen. Na, jeder isst was. Ich wollte einen Keller graben. Wir wollten einen Keller graben. Ah, warte mal schnell. Wenn wir einen Keller graben und ich den Eingang offen lasse, fluten wir dann nicht den Keller dadurch? Wahrscheinlich. Wir machen Folgendes. Wir lassen den Suchtrupp kommen. Ja, wir machen das anders. Moment mal schnell. Kellerkind, dein Main-Fokus liegt hier drauf. Stimme. Dein Main-Fokus liegt hier drauf. Und ich will bei der Forschung zu Terraforming gehen. Und meine Überlegung ist folgende. Mit Terraforming können wir hoffentlich, wenn ich es richtig ich habe es in den Testruns, habe ich es ausprobiert, aufstocken und runterreißen. Und die Idee ist, was ist, wenn die hier ein bisschen aufstocken, ne? Und dann hier unten nochmal einen Abteil machen, ne? Aus Stein oder so. Oder hier ein bisschen aufschütten und dann hier unten einen Wohnbereich machen. Und dann hier reingraben. Geht das überhaupt? Nee, warte, wenn ich das wegnehme, ist es ja kein richtiger Keller. Wie tief muss es in der Erde sein, damit es als Keller gut funktioniert? Probieren Sie einfach aus. Warum macht eigentlich Ben das die ganze Zeit? Nicht hungrig, fröhlich, gut ausgeruht. Aha, wenn es grün ist, haben die Leute alles top. Super. Wo ist unser Frettchen, das ich noch zähmen will? Da sind Füchse. Das Frettchen kommt mir immer abhanden, ne? Ihr seht es gerade auch nicht. Ja, er wurde zu verdorbenem Fleisch. Ja, ist er halt nochmal so. Man könnte fies sagen und sagen, immer unterste Ebene. Ich glaube, man kann ja mega weit runtergraben. Von daher habe ich den schleichenden Eindruck, dass ich belogen werde. Wo ist das Frettchen? Das ist Lehm. Da ist der Wolf. Wie kommst du denn da drauf? Mein Herr, ich bin kein Narr. Deswegen. Wurde das Frettchen getötet? Ich finde unser Frettchen nicht mehr. Ist das Frettchen vielleicht abgehauen? Haben wir die Chance verpasst, es zu zähmen? Ich finde es nicht mehr. Hier sind zwei Füchse. Hier ist ein Johannisbeerenstrauch. Okay, wir machen die Bäume mal weg. Da sind Pilze. Nö, es sieht schlecht aus. Irgendwie. Ne? Vielleicht das Frettchen einfach abgehauen.
Okay, unser Kompost ist gar nicht so groß, sehe ich gerade. Also ich lasse mal ein bisschen schneller laufen. Und ich will gucken, also Chroniken haben jetzt 32. Shaky Hands, was war das jetzt? War das nicht okay? Wie lange noch? Also wir sind im Frühling noch, ne? Dann kommt der Sommer erst, dann kommt der Herbst und dann der Winter. Das heißt, da müssen wir uns drauf vorbereiten. So in 21 Stunden, das heißt, wir werden noch eine Nacht haben. Verdorbenes Fleisch, verdorbenes Fleisch. Knochen. Die mögen das alle. Wir forschen weiter. Ja, wir machen das schon so, dass wir das hier noch anheben oder senken. Warum können wir dann gucken? Ich glaube, wir dürften sogar hier reingraben können, dann geht das Wasser hier rein. Dann können wir den Wassergraben drumherum ziehen, oder? So, 35 Bücher. Aber ich denke, der Suchtrupp kommt zuerst. Wir müssen jetzt alle ausrüsten, ne? Das habe ich ja noch nicht gemacht. Also verwalten. Ben ist im Nahkampf in Ordnung. Park, du bist richtig gut im Nahkampf. Ja, was ist was? Ich sehe das ja nicht. Nahkampf. Ja, das eine ist Nahkampf einhändig, das andere ist Nahkampf beidhändig. So, Kellerkind ist auch gut im Nahkampf. Wer ist wie gut im Schütze sein? Ihr seid furchtbar im Schütze sein. Alle furchtbar im Schütze sein. Meisterschütze, 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 also. Spartanien, du. Kannst du den Langbogen eigentlich nehmen? Ah, Fertigkeit 10, Meisterschütze brauchst du dafür. Ah, das heißt je nach Rüstungsteil. Ja. Hatten wir zwei Bögen nicht? Größe des Lagerplatzes, ein bisschen Raum haben wir noch. Speer solide. Dann machen wir das tatsächlich so, dass ihr Nahkampfwaffen kriegt. Du holst hier eine Fernkampfwaffe. Nahkampfwaffe einhändig. Rüstung erlauben, haben wir halt auch nur etwas. Kellerkind mal das hier. Und Ben kriegt den... Entschuldigung. Willst du das aufnehmen? Ja, dann müssen wir das anders machen. Ja, machen wir alle Schilder, auch alle Schilder hier. So viele Waffen haben wir nämlich gar nicht. Aber dann sind wir schon mal vorbereitet, falls die kommen. In 15 Stunden. Dauert zwar ein bisschen, aber okay. Das heißt, wir können Bogenschützen hier oben hinstellen und die Tür wird dann bewacht. Außer sie greifen anders an, dann haben wir halt ein bisschen ein Problem. Hey Markus, danke für 9 Monate. Hallöchen. Also, bauen wir hier die Fläche mal schnell. 38 bei Forschung, sehr gut.
Ja, ich glaube, wir erweitern das hier mit einer Mauer und dann könnten wir theoretisch entweder hier einen Keller machen oder wir machen einen Vorort und dann machen wir darunter einen Keller. Können wir das Haus noch anders machen? Wir warten zuerst mal auf den verfluchten Suchtrupp. Forschung verfügbar, ja. Was haben wir denn theoretisch? Fermentieren, aber ich will eigentlich zuerst Terraforming. Bewohner ist erschöpft. Dann gehe ich schlafen. Bark! Du bist klüger geworden. Das ist bei dir jetzt nicht wirklich bemerkbar, ne? Von 0 auf 1. Was ist das für ein Spiel? Es ist ein Aufbauspiel, wo du mit einem kleinen Trüppchen... Ja, du bist jetzt eins intelligenter. Du hattest eine Erleuchtung. Aha, Messer schneiden. So ist das. Wenn man Dinge nicht roh isst, macht Bauchi weniger weh. Gut, transportiert zum Lagerplatz. Steht da immer dran, wer was macht. Dann bauen wir das ein bisschen. Einen hohen Turm zu haben, bedeutet aber, dass ein Bogenschütze weiter schießen kann. So habe ich das verstanden, nämlich. Ich suche immer noch Frettchen, ne? Ein bisschen enttäuscht, dass Frettchen weg ist. Hier ist Frettchen! Oh, es gibt zwei. Das sind jetzt zwei Frettchen. Guck, die schlafen hier drunter. Also 6 Stunden noch. Oh, das wird spannend. Ich bin gespannt. Die Hütte dann größer, mehr Forschung. Was bringen bessere Möbel eigentlich? Ah, Waffenhalterungen. Bücher. Ah, dass die Bücher nicht so schnell kaputt gehen. Lehmziegel. Steinblöcke. Oho. Oho. Hölzerne Falle. Okay, wir müssen immer viel forschen. Es gibt schöne, coole Sachen. Würde ich mal meinen. Ich würde so gerne das Frettchen jetzt noch zähmen. Es ist schon wieder bei 15 unten, ne? So einen Wolf zu zähmen und dann einen Hund daraus zu machen, wäre aber auch nicht verkehrt. Nun denn, also, eine Stunde noch. Wir lassen mal geschehen. Oder kannst du hier hinten schnell zähmen? Eine Aktion starten? Bark scheint hier eh unterwegs zu sein gerade, hä? Ah, hier wird das Holz geholt. Ihr habt das gesamte Holz transportiert. Ihr seid ja super. Ich habe das Gefühl, dass wir mit einem Wolf mehr anfangen können, ne? Aber ist vielleicht noch ein bisschen früh, einen Wolf zu zähmen. Dorfbewohner sind untätig, ja. Ja, das Ding ist, ich will eigentlich warten, bis die Marodeure gleich kommen, ne? Also macht ihr mal. Da, schau an. Verschwundenes Eigentum. Gewalttätiger Erpresser. Nachkommen der Pest. Bewaffnet. Ungeschlacht und erbarmungslos schrie die umkreisende Räuber ein schreckliches Ultimatum heraus. Ihr Überfall würde schnell und brutal sein. Es sei denn, du würdest ihnen sofort Kellerkind übergeben. Sie wüssten genau, was sie... Sie wüssten genau, was sie wollten. Die trotzigen Siedler von Nexwood weigern sich, den Forderungen der Angreifer nachzugehen. Also, die werden uns aber angreifen. Ein Siedler erhält eine positive Stimmung. Jemand, also, ja, das heißt Kellerkind, ja. Oder wir geben Kellerkind ab. So. Tschüss, auf Wiedersehen. Naja, wir kämpfen für Kellerkind, oder? Wir wollen ja auch heraus, also unser Dorf muss ja wachsen, da brauchen wir mehr Leute. Wir lassen uns sicher nicht bedrohen hier.
Wir weigern uns. Du bliebst standhaft und gabst ihren Forderungen nicht nach. Die Leute in Exwood griffen zu den Waffen und machen sich kampfbereit. Da unten kommen sie. Uiuiui. Um deine Seele direkt steuern, ziehst du sie ein, wählen sie aus und klicke sie in ihrem Auswahlfenster. Okay. Und dann müssen sie alle einzigen, dann können wir sie moven. Gut. Also hier unten kamen die, sind die. Wo sind all meine Bewohner? All da meine Bewohner. Okay, wie ziehen die ein? Einziehen. Alle rennen hier hin, außer Spartanien. Du gehst hier hoch. Also zuerst gehst du hier hin. Weil wenn die von hier unten kommen, kannst du sie auf der Brücke abknallen. Ich hoffe, die haben keine Leitern oder so. Oder können hier hochklettern. Der Angriff startet, ja. Habe ich eigentlich alle Waffen benutzt? Ich glaube schon. Kommen die jetzt von hier? Ich sehe sie nicht mehr. Ah, da. Da kommen sie. Mit Helm und allem. Henry mit einer Zweihandwaffe. Hieß es nicht, da soll ein Bogenschütze dabei sein? Ja, wir können es ein bisschen schneller machen, aber nicht maximal schneller. Okay. Stellt euch mal hier hin, falls die das Bedürfnis haben, hier hochzurennen gleich. Ich weiß halt nicht, ob die klettern können an der Stelle. Feuer! Nicer Shot! Henry wurde getroffen. Henry ist schwer verwundet. Wir schießen auf sie. Cortida. Verfehlt. Verfehlt. Getroffen. Sehr gut. Given. Oder auch hart getroffen. Du gehst jetzt hier hoch. Ich will wissen, ob du auch von da schießen kannst. Ihr verteidigt die Tür. Los! Wir nehmen meine Leiter. Sehr schön. Feuer. Verfehlt. Töte Henry. Er versucht die Tür kaputt zu machen. Der hat aber einen kräftigen Schlag. Nochmal. Feuer. Henry ist tot. Okay. Given ist verwundet. Da nochmal ein fester Schlag. Okay. Und tot. Sieg! Die belagerte Siedler wurde im Frühling des Jahres 1353 angegriffen. Ihre Tortur dauerte 3 Stunden 20 Minuten. Zum Glück überlebten alle Siedler den Überfall. 2 eingeschworene Feinde starben während des Kampfes. Spartanien Battle war am tapfersten unter den Siedlern und versetzte den Feind die meisten Schläge. Glücklicherweise wurde kein Siedler durch feindliche Waffen verletzt. Ja, wir sind jetzt noch nicht fertig. Given stirbt jetzt auch. Und tot. Meine Damen und Herren. Wir haben erfolgreich verteidigt. Sie dürfen wieder ihren Tätigkeiten nachgehen. So, was haben wir erbeutet? Einen Zweihandstreitkolben. Winterkleidung schwach. Ein leichter Helm. Noch ein leichter Helm. Noch eine schwache Rüstung. Nochmal was. Meine Nadelaugen entflieht keiner. Genau, Legolas, Spartanien. Ein Helm. Nochmal ein Streitkolben und ein Schild. Dringender Transport. Ja, du reparierst die Tür, Fox. Sehr schön. Werden die Leichen gerade weggebracht? Ja.
Warum bist du traurig? Hast du tote Menschen gesehen? Ich sah eine Leiche. Alles klar. Scheiße. Okay, da ist jemand traumatisiert. Ich verstehe es. Es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Also Forschung haben wir ziemlich viel. Wir müssten eigentlich auch die Waffe mal irgendwo hinschmeißen können, ne? Ich hab das Bedürfnis, diesen Wolf zu zähmen. Ah, übrigens. Die Kleider müssten die Leute doch eigentlich verlangsamen, oder nicht? Geringe Wirkung aufs Bewegungstempo. Geringe Wirkung aufs Angriffstempo. Ich würde sagen, die schwere Rüstung kannst du mal ablegen. Hast du die jetzt einfach so hier auf den Boden geworfen? Okay. Und die werden schon transportiert. Ben ist mal wieder einfach flitzerschnell. Ein Mann von Welt. Tja, rohes Fleisch. Also, ich befürchte, dass das geht, ne? Moment mal schnell. Ja, der verrottet jetzt halt da. Die Frage ist, wenn wir den begraben, was dann? Bringt ihr gerade die Leichen hier hin? Ja, weiß ich jetzt nicht. Wir machen das mal schnell so. Wie machen wir das jetzt? Also spontan käme mir jetzt der Gedanke, dass wir sie zu Fleisch verarbeiten und dem Wolf vor... und dem Wolf darbieten. Aber ich glaube, dass wenn jemand Mensch verarbeitet, dass er gravierende Schäden davon zieht. Deswegen machen wir das einfach so. Hier kommen die Menschenkadaver hin. Und dann bringt doch bitte die mal schnell weg. Ich weiß nicht, warum die überhaupt in unserem Lager sind, ja? Dankeschön. Die ist auf dem Lagerplatz verrottet und wurde zu Essig. Ja, wir brauchen diesen Keller. Wir brauchen ganz dringend diesen Keller. Da ist jetzt die Frage, graben wir uns hier einfach rein? Ich habe nämlich aber das Gefühl, dass das von der Höhe her nicht reicht. Also, warte mal schnell, wir machen mal Forschung, Terraforming. Das geht nicht. Obwohl die 45 haben. Aha, die sind zugeordnet und noch nicht hergestellt. Alles klar. Also, das Ding uns verrotten die ganze Zeit Sachen weg.
Also das hält hier schon. Das heißt, wir könnten hier eigentlich so einen Gang reinziehen und dann hier ein kleines Abteil darunter machen. Und die Sachen, die wir halt hier lagern, das geht halt vorerst mal nicht. Und dann hier noch weiter und dann hier unten nochmal. Und dann hier unten nochmal, oder? Und wir machen eher kleinere Abteile, würde ich meinen. Graben Sie mal bitte. Ich will mal kurz in der Höhe schnell runter, dass ich hier ein Gefühl habe. Bergbau. Wo ist denn Bergbau? Ah, hier. Also, Ben ist da nicht so der Hit. Farg ist okay hier. Und Kellerkind ist einfach absolut, absolut ein Gott darin. Das heißt, Kellerkind, du wirst hier... Ah, warte, das heißt wir... Moment. Oder graben wir noch eins tiefer? Ist es eins tiefer dann wirklich in der Erde, ne? Wir stoppen hier mal schnell. Die einen oder anderen sind untätig, sehe ich gerade, ne? Aber ist es nicht so, dass wir so oder so hier forschungstechnisch voll dran sein sollten? Ist schon jeder beschäftigt. Der Wolf ist da gerade. Mensch. Warte schnell. Battalion. Nein, nicht abreißen. Ja, hier. Sam. Die gab es heute bereits einen Zähmungsversuch. Ja, aber heute ist doch schon vorbei. Vielleicht backt das ja noch. So, also, jetzt haben wir hier ein Dings, ne? Und jetzt könnten wir noch tiefer runter, um diesen Keller zu machen. Das probieren wir jetzt. Was wir machen? Hier, wie lang ist eigentlich so eine Treppe? Ist die 4 oder 3? 1, 2, 3. Ja, wir lassen einen Teil der Erde stehen und wir machen mehrere kleinere Abteile, wo Sachen gelagert werden. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ich finde das Spiel, obwohl es in so einer schlichten Dings gemacht ist, ne, sehr schön. Irgendwie, also, weiß auch nicht. Hat was. So, werden die Leichen hier eigentlich gelagert? Ja. Ich finde es nicht so gut, dass der Wolf von Menschenfleisch kostet. Ich weiß nicht, ob der nachher auf den Geschmack kommt. Oder was meint ihr?
Du willst sagen, ist das der andere Blödmann? Also irgendwie kriegen wir den nicht mehr gezähmt, ne? Wir versuchen den mal zu zähmen. Das ist jetzt ein anderer. Also wir graben uns hier ein. Aber wo könnten wir auch noch eine andere Treppe machen? Eine aus Kalkstein oder eine aus Lehm? Wir haben weder Kalkstein noch Lehm. Dann lass noch mal was. Wann gibt es hier endlich Ziegenbabys? Ich vermute gar nicht, weil ich hier nicht richtig gebaut habe. Ich nehme an, wir müssen es komplett überdachen. Wollen wir es komplett überdachen? Wir brauchen noch mehr Platz. Aha. Ja, dann reißen wir das nicht ab. Dann machen wir das schnell weg. Das hier. Die brauchen mehr Platz. Jetzt haben sie mehr Platz. Ich weiß nicht, ob das reicht. Vermutlich nicht. So. Können wir hier jetzt mal langsam... das mit dem Holz priorisieren? Achso, ihr seid wieder am Spiele spielen. Verdammte Axt nochmal. Freizeit. Ihnen was? Schlaf, Arbeit. Ich bin jetzt sehr streng. Wir arbeiten sehr viel. Am Mittag gibt es ein bisschen Schlaf oder irgendetwas. Ein bisschen, machen wir so. Weiß nicht, ob das wirklich so gut ist. Warum ist Kellerkind jetzt hier oben? Mach mal bitte, priorisier mal bitte schnell hier den Bergbau. Ich will eigentlich den Keller mal anfangen, fertig zu kriegen. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas nicht funktioniert. Achso, Spartanien macht das jetzt, obwohl eigentlich Ark viel besser, Kellerkind viel besser wäre dafür. So, jetzt haben wir das Problem, dass wieder der. Dass das wieder nicht geht, oder? Jetzt wird hier. What? Nein, 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 nein!
Du machst das nicht. Okay, wir müssen ganz kurz was ändern. Ich sehe gerade, dass das nicht funktioniert. Tierhaltung. Umgang mit Tieren. Ist das hier bei Tierhaltung? War doch eine Leiter runter. Ja, das wäre klüger. Also ihr habt einfach mal gar nicht. Das habt ihr einfach mal gar nicht zu machen. Kann man das hier noch wegmachen, bitte? Hallo? Okay, das funktioniert noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle, tatsächlich. Wie man das jetzt unschwer erkennen kann. Danke. Warum wurde es denn jetzt? Ah, jetzt wird gegraben, ja. Okay. Wir reißen diese Leiter nieder. Man ist eine Treppe runter. So, und dann machen jetzt hier unten die Bergbaustrukturen. Also sicher mal bis hierhin. Ja, muss alles alleine machen. Alles muss man selber regeln. Also im Grunde genommen ist das ja so tief, ne? Nein, Entschuldigung. Nicht hier oben. Ist eine Ebene zu tief. Nein, wir wollen hier eins runter. Ah nein, du hast recht. Wir graben noch eins tiefer. Ja, Entschuldigung. Sehr gut aufgepasst. Sehr, sehr gut aufgepasst. So.
Machen wir das so in solchen kleinen Räumchen? Finde ich eigentlich ganz geil. Wir die noch miteinander verbinden. Ich denke, das wird vorerst mal reichen, ne? Weil allzu viel lagern werden wir auch nicht müssen hier. Ja, das ist jetzt ein bisschen tricky. Tutanchamun lässt grüßen. Naja, ich wollte halt unter Garantie nicht so bauen, dass ich nachher ein Problem habe mit der Stabilität. Ne? Deswegen wollte ich einfach ein paar Mauern übrig lassen. Ich weiß nicht, ob das aber reicht. Oder ob ich hier noch eins nach vorne rutsche, ne? Den, dann lassen wir hier so eine Kante. Wir lassen mal eine Kante übrig. Wir machen mal so, so, so. Die kommen hier raus. Ich habe keine Ahnung von der Stabilität. Aber machen wir mal so. Dann haben wir sicher genug stabil. Ich sag immer, dass immer noch, dass deine Dudes zu viel Zeit mit außen rumlaufen verschwenden. Ja, das kommt alles. Wir werden hier gleich noch eine Dings runter machen. Ne? Also hier kommt dann nochmal. Kommt so. Das hin, das kommt raus. Das kommt raus. Und hier oben haben wir nochmal so eine Verbindung. Und dann kommt hier, also dann haben wir hier eine Treppe, ne? Und dann kann man so ganz runter in den Keller. Also das wird der Weg hier hin. Dafür müssen wir hier dann auch gleich nochmal abreißen. Und zwar 1, 2, 3. Was habe ich jetzt angeklickt? Ist falsch. So, kann ich hier noch runter? Den Weg drüber. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch genug Platz haben. Wie viele Zweige haben wir denn bitte und wie viel Holz? Haben wir alles hier eingelagert? Uiuiui. Wie sieht es eigentlich mit unserem Frettchen aus? 41, okay, das wird doch immer wieder gezähmt, sehr gut. Ich verstehe, warum wir das Problem hatten, dass ich immer wieder geklickt habe und dann stand, wo kann nicht gezähmt werden. Jemand anders hat versucht, es zu zähmen, statt Spartanien. Was aber Quatsch ist. Tja. Das einzige Problem, was ich jetzt hier unten habe, ist
Die Treppe ist versetzt. Bin zu hoch. Bin zu tief. Ja, das dachte ich mir. Die Holz, das Holzding hier blockiert. Das heißt, wir müssen den unteren Schlafbereich anders machen. Ich denke, du musst die Aufgaben zu deinem ordentlich durchgehen und einige Sachen ganz verbieten. Das ist eine gute Idee, das mache ich vielleicht. Also nicht vielleicht, wenn man das jetzt... Bergbau. Wir verbieten hier Bergbau. Das übernehmen jetzt die zwei. Bau 23, 18, wir verbieten spontanen Bau. Du bist dafür nicht so geeignet, dann machen die zwei das. Und ich denke, den Rest lassen wir mal. Forschung, okay. Wir verbieten Forschung bei... Also Fargus, tut mir sehr leid, dir verbieten wir die Forschung. Und behandeln, Gesundheit, jagen, Bau, anpflanzen, ernten, okay. 14, 17, das schreiben wir voll hoch, das schreiben wir, Entschuldigung, auf die 2 hoch. Das machen wir bei Spartanien runter, bist auch wirklich nicht gut. 14, Botanik, ja, das ist okay. Anfertigen, soweit sehen wir noch nicht. Aber kochen hatten wir doch noch irgendwo. Kochen. Kochen ist Spartanien halt einfach ein Gott. Kellerkind ist überhaupt kein Koch, das kommt komplett raus. Wir lassen das auf eine 3 und dich nehmen wir ganz raus. Ja, ich glaube, das können wir so vorerst mal lassen. Super. Und den Raum muss ich halt wahrscheinlich irgendwie umbauen. Damit wir hier dann eine Treppe machen können. Weil ich kann nicht noch eins weiter reingraben, weil wir dann unten ankommen. An der Stelle, wo ich nicht ankommen sollte. Also hier haben wir jetzt, hier wird jetzt gerade die Ecke gemacht. Park, bist du überhaupt eingeteilt zum Graben? Ja, bist du. Ah, 16. Gar nicht schlecht. Bist du, ja. Ja, gut. Wenigstens einer, der aufpasst, wenn ich schon eher aufpasse, ne? Ja, wenn ich halt den Block hier noch wegnehme, ne? Dann würden wir halt hier unten das, also das würde dann aufgehen, I guess. Stimmt das? Oder haben wir da drüber noch einen Block? Nein, theoretisch haben wir hier drüber noch einen Block, ne? Haben wir zwei Katzen? Dann haben wir sonst zweimal gemerzt. Dann haben wir hier noch einen Block. Und der trägt sich wie dann? Ja, ich muss einfach diesen Eingang anders machen da, ne? Ach so, was überlege ich denn so lange? Natürlich, das ist ganz einfach. Wir machen das so und schieben, Entschuldigung, ein bisschen hoch, diese Tür machen wir kaputt, das machen wir kaputt, das machen wir kaputt. Und wenn das kaputt ist, kommt da eine Wand rein und dann kommt hier die Tür rein und dann gehen wir einfach hier raus, ne? Das ist das, wir können dann auch den hier wegnehmen. Machen hier außen mal schnell so einen rum, das dürfte gehen. Ja, zumindest fürs Erste, und dann kann man so außen rum und ins Schlafgemächt rein. Gemächt gesagt. Und dann ist das okay. Das heißt, wir können die Tür hier setzen. Hier nochmal so einen.
Ja, dann geht das. Und dann kann ich, wenn das abgerissen ist, was es jetzt ist, hier theoretisch die Leiter setzen. Dann kann man jetzt hier so runter. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit hier so hoch und hier so runter. Und von hier dann direkt wieder so weiter runter. Je nachdem verschieben wir die Treppe sogar noch eins nach hinten. Dann sind die schön aneinander, ne? Ja, ich würde sagen, das ist okay, das hält. Das sind ja eh Holztreppen. Dann kommen wir schnell hoch und runter. Erdgeschosszugang durch den Lagerbereich. Ja, wäre auch eine Möglichkeit gewesen, einfach hier eine Tür zu machen, dann wären wir da durch, ja. Hey, cool. Frühling. Fark und Ben Bommel sind jetzt Freunde. Angenehme Konversation. Hey! Ben und Fark, ihr seid jetzt gut mit... Kommt gut mit davon aus. Wunderbar. Schön. Das ist der Spirit. So. Also, hier unten wird unser ganzes Kellerabteil gegraben. Da wird nämlich Essen gelagert dann. Weil da ist es schön kühl. Ich habe hier mal ein bisschen mehr Mauer dazwischen gelassen, weil ich nicht weiß, ob sich Wasser durch die Wände fressen kann oder nicht. Und wenn wir da ein bisschen mehr Raum haben, ist es weniger anfällig, ja? So. Hier oben. Ja, vielleicht schiebe ich das doch noch eins rüber, dass wir noch so einen Zwischengang hinkriegen, oder nicht? Nein, ich kann eigentlich hier einfach eine Tür reinmachen. Oder noch eine Wand, falls ich doch mal noch Terraforming kriege. 67 haben wir jetzt. Kann ich bei der Forschung Terraforming jetzt machen? Nein, warum? Ich kann 5 irgendwie nicht brauchen. Also ich kann einen Teil nicht brauchen. Keine Ahnung, warum ich einen Teil nicht brauchen kann. Von außen muss ich noch zumachen. Ja, sobald wir Terraforming haben, werden wir hier aufschütten. Dass wir hier so eine... Naja, vielleicht sogar hier schon aufschütten. Dass wir hier so eine Linie kriegen. Hier werden wir aufschütten. Hier werden wir aufschütten. Dann kommt man hier so nur noch über den Zugang runter. Dann werden wir hier wahrscheinlich zumachen. Und werden das Abteil mit in Anspruch nehmen. Ich habe schon Pläne. Wir werden hier Wände hochziehen. Also solche, ne, Steinwände, also einfach Boden. Und werden hier nochmal ein weiteres Abteil machen, dass wir unter Umständen das hier in dem Bereich nochmal erweitern können. Oder dass wir einfach sagen, wir haben hier einen Zwischenraum und hier haben wir einen Zwischenraum. Aber dafür müssen wir bei der Forschung die Punkte kriegen, dass ich das Terraforming machen kann. Und dann haben wir unseren Keller fertig. Ich verstehe erst jetzt, warum, wenn ich hier unten... Seht ihr hier oben? 8,8 Grad Celsius. Hier unten, ja? An der Oberfläche haben wir schöne 21 Grad, 22 Grad. So. Und die Nahrungsmittel verderben unterschiedlich schnell, je nachdem wie viel Grad wir haben. Also das heißt, diese kleine Kackzahl da oben, die Gradzahl, die verrät uns, darüber, wie lange die Nahrung haltbar ist. Und wenn wir natürlich so einen Keller, eine Kelleranlage haben, viel besser. Viel, viel besser. Ja, ist halt die Frage, je tiefer wir graben, desto kühler wird's. Und bei wie viel... Den Forschungsbau nochmal aufmachen. Hier gibt es super viel, also wir kommen bis hier nach hinten. Malen, Destillieren, Schilde, Rüstungsmacher, Wandteppiche. Hier haben wir noch Kochen mit einer größeren, mit einem Stein. Hier können wir mit Stahl arbeiten, Schmelzen, Kartograf. Weiß auch noch nicht, was das ist. Das werden wir alles schön gemütlich erkunden und herausfinden. Was ist was und was kann was. So, da haben wir natürlich auch Wärmedämmung, das heißt im Winter müssen wir dann gucken, dass wir die Sachen irgendwie haltbar kriegen. Dass wir die Sachen warm kriegen, bitte entschuldigt.
So, schau an hier. Sehr gut. Okay. Es ist sinnlos, jetzt jedes Mal hier hochzulaufen und die ganzen Sachen da zu lagern. Also lagern wir mal ganz kurz auf entspannter Basis den ganzen Stein, ja, hier. Kann ich alles rausnehmen? Auf einen Schwupps, alles entfernen. So. Und jetzt nehme ich nur Materialien rein. Nein. Geht das denn? Kriegsführung, Bücher, Trophäenstrukturen. Nein. Ausstatt, nein. Material, Rohmaterial. Erde. So. Wir lagern hier mal die ganze Erde dazwischen, weil wenn ich das von hier aus aufschütten will, macht es viel mehr Sinn, wenn das ganze Zeugs da liegt, das wir hier AI abbauen. Ah ja, Lehm könnt ihr dann eigentlich auch reinnehmen, oder? Weil ich glaube, Lehm bauen wir da noch per Zufall auch ab. Weil wir hier auch ein bisschen Lehm unten drinnen haben. Forschung verfügbar, sehr schön. Nicht das, was ich will. Forschung 2, was denn? Oh, das ist ein besserer Forschungstisch. Ah, Terraforming können wir. So, zack. Tada, Terraforming. Jetzt können wir hier Erde aufschütten. Ja? Supergeil. So, wir machen Folgendes. Wir nehmen den Lehm hier raus. Die Frage ist, ob wir das ganze Lehm verwenden wollen, oder? Kohl ist auf dem Lagerplatz verrottet, ja. Gemüseabfall. Das ist alles sehr schlecht. Und was passiert? Interessant, so. Na, das ist alles Lehm, das sollten wir eigentlich fast schon verwenden, nicht wahr? Naja, zur Not könnten wir dann. Also, jetzt könnten wir hier mit Erde aufschütten, ne? Also sagen wir zum Beispiel, wir gehen hier so, mal so bis dahin, ne? Einfach mal so rein, theoretisch. Dann bauen wir das noch schnell ab. Und schütten das hier noch schnell auf. Ob ich den Lehmboden lassen will? Ja, das weiß ich eben noch nicht. Theoretisch würde ich ihn schon... Wir könnten ihn abbauen und dann natürlich mit Erde ersetzen. Ne? Das würde ja schon gehen. Die Frage ist halt einfach nur, wie tief geht das runter hier? Okay, wisst ihr was? Ich habe eine andere Idee. Also, der Lehmboden... Jeder bis hierhin. Okay, wir machen Folgendes. Wir schütten hier auf. Hier nochmal auf. Und das lassen wir mal offen. Und da tragen wir dann den ganzen Lehm einfach mal ab. Das heißt, wir lassen das mal schon schnell offen. Das ist offen im Bereich. Nahrungsreserven im Lager. Ja, das ist tatsächlich ein Problem. So. Und jetzt haben wir eigentlich hier Lagerfläche.
Und hier unten wird jetzt, also wir entfernen mal alles. Ich würde sagen, wir machen einfach alles an Nahrung, was hier reinkommt. Wir machen einfach alles. Wir unterscheiden da jetzt mal gar nicht. Ich glaube, das dürfte kein großes Problem sein. Magst du den schnell priorisieren? Danke. So, dann kommt die ganze Nahrung hier rein. Und wir nehmen hier die ganze Nahrung raus, ne? Das heißt, die ganze Nahrung wird jetzt nach unten geschoben in den Keller, in dem es deutlich kühler ist. Naja, 2 Grad. Nö, 3, 4 Grad. Ist die Frage, ob wir noch tiefer gehen oder ob das schon ausreicht. Chat, sag mal, wie viel Grad würdet ihr empfehlen, um die Nahrungsmittel zu lagern? Du siehst den Baldrock. Ich verstehe. Fünf bis sieben Grad. Wir sind über 6,4. 3 bis 5 Grad. Wir sind im Frühling bei 6,4 hier. Ist aber gerade Nacht. Das macht sicher nochmal was aus. Die Frage ist, wenn ich hier noch zumache, eine Tür oder so. Dann besser ist. Im Sommer schauen, wenn es warm ist, grabe ich tiefer. Ja, wir könnten natürlich das hier mal weglassen. Ne? Und die Nahrung jetzt einfach mal vorerst da lagern. Und wir könnten hier nochmal reingraben und dann noch tiefer graben. Gute Frage. Also im Sommer steigen die Temperaturen sicher auch hier unten. Ich habe halt nur ein bisschen Schiss wegen dem Wasser, ne? Würde auch einen Holzboden unterm Lager empfehlen. Warum? Also ja, klar. Also du meinst einfach auf dem Boden zu lagern ist nicht so eine gute Idee. Die Lagerzeit erhöht sich dadurch. Okay. Wenn es nicht auf dem dreckigen Boden liegt. Also klar, dann machen wir hier mal Holzböden. Lässt Sonnenlicht durch. Wir können den Keller natürlich zweiteilig machen, ne? Also, dass wir einen Teil machen, wo es ganz unten ist, da lagern wir die sehr empfindlichen Sachen. Dann einen Teil weiter oben, wo zum Beispiel Bier gelagert werden kann, das ist ja nicht so empfindlich. Dass wir den dann rausstreichen. Hier nochmal eins tiefer machen. Also hier eine Treppe runter und dann werden hier Sachen gelagert und dann da nochmal eine Treppe runter und dann werden hier noch tiefer Sachen gelagert. Oder ich hätte von hier reingraben sollen und dann die Sachen hier lagern.
55 gezähmt. Das wird noch was mit dem Frettchen. Ich überlege mir das für die nächste Folge, weil ansonsten geht die Zeit rennt hier schon wieder. Aber es ist herrlich bis jetzt. Es ist entspannt. Vielleicht kriege ich noch neue Bewohner. Ah, wer weiß. Wir können auch einen Hang bauen übrigens jetzt. Ne? Das heißt, theoretisch hätten wir die Treppen uns hier sparen können und können jetzt einen Hang machen. Vielleicht für eine Schubkarre viel besser, falls es sowas gibt. Gut, das mit dem Keller werde ich mir noch überlegen. Wir werden vielleicht auch ein bisschen die Temperaturen im Sommer angucken. Aber ja, schreibt ihr gerne mal, wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt, in die Kommentare. Feedback da lassen, Like da lassen, ihr wisst, wie es funktioniert. Und wir werden hier in der nächsten Folge weiter ausbauen. Vielleicht kommen noch neue Siedler. Und eine Tür anbauen. Ja, das würde vielleicht auch noch was bringen, ne? Wenn wir da mal eine Tür reinmachen. Vielleicht auch mehrere Türen. Vielleicht machen die Türen unten auch nochmal einen Unterschied. Testen wir in der nächsten Folge. Like da lassen, Kommentar da lassen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.